Diese Bilder kennen wir alle. Und dass das Klima unsere Hilfe braucht, ist uns auch klar. Wir sehen viele Plakate, Demos und andere Hilferufe von Klimaaktivisten. Das Thema ist so groß, dass man denkt, wie soll ich da als Einzelperson einen Teil zur Besserung beitragen? Ich habe einen Tipp, wie ihr ganz einfach damit anfangen könnt. Schon mal von einem Unverpacktladen gehört? Unverpacktläden sind ähnlich wie normale Supermärkte. Ihr bekommt dort alle möglichen trockenen Lebensmittel, frisches Obst und Gemüse, Getränke und Hygieneartikel. Der Unterschied? Alles wird dort ohne Verpackung zum Abfüllen oder in Glasbehältern verkauft. Dazu bringt ihr ganz einfach verschiedene Behälter von zu Hause mit. Das können Gläser, Brotdosen oder auch frische Beutel sein. Wenn ihr den Laden betretet, startet ihr damit, die Gefäße abzuwiegen und zu beschriften. Danach könnt ihr fröhlich stöbern und euch eure Lebensmittel abfüllen. Die trockenen Lebensmittel sind in Lebensmittelspendern verpackt. Wenn du an der Kasse stehst, wird dein Glas gewogen und das Gewicht des leeren Glases abgezogen. Und das war's schon. Aber das ist doch bestimmt viel teurer dort, oder? Hier ein kleiner Vergleich. Pro 100 Gramm wiegen Weizennudeln im Unverpacktladen 31 Cent, im DM hingegen nur 15 Cent. Bei dem Studentenfutter sieht das ein bisschen anders aus. Im Unverpacktladen kosten 100 Gramm zum Beispiel 1,25 Euro. Eine Packung Studentenfutter von einer bekannten anderen Marke jedoch 1,94 Euro. Doch wie kommt es zu Preisunterschieden zwischen Discounter und Unverpacktladen? Zunächst einmal ist die Ware im Unverpacktladen unbehandelt. Das gilt besonders für Obst und Gemüse, welches nicht mit Pestiziden belastet ist. Außerdem werden die Produkte von regionalen Bauern und Manufakturen bezogen. Somit spart man eine hohe CO2-Belastung durch nur kurze Transportwege. Da die kleinen Landwirtschaftsbetriebe meist teurer im Einkauf sind, wird das Produkt im Laden auch etwas teurer sein. Im Vergleich zum Discounter ist aber klar, dass im Unverpacktladen jeweils nur eine Preiskategorie angeboten wird. Die hochpreisigen Produkte sind meist Bio, so wie im Unverpacktladen, weshalb der Preisunterschied dann doch nicht mehr so hoch ist. Es lohnt sich also, ein paar Euro mehr auszugeben, wenn man dadurch der Umwelt nachhaltig helfen kann. Also probier's doch mal aus und wage einen Besuch im Unverpacktladen deiner Stadt.